Hallo und willkommen bei Heroka Entertainment. Heute mal ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Einen Zug bespannen, mit der Lok beifahren. Eiffeltor, ein sehr schönes Beispiel für das Rangieren können, weil er ziemlich alt ist und da muss man halt ein paar Sachen beachten. Natürlich machen wir uns erstmal Gedanken, wie es vonstatten geht. Unsere Lok ist schon startbereit, aufgerüstet worden, V-Dienst gemacht worden. Und dann schauen wir mal in die Gleispläne. Es gibt schriftliche Unterlagen, da kann man sehen, wie man, wo man beifahren möchte oder kann. Ein V-Dienst kann das von seinem Stellwerk ablesen. Hat da seine Signale und seine Gleise und das ist ein bisschen unfair da. In der Regel kennt der Lokführer das auswendig, aber gehen mal davon aus, dass wir noch keine Ortskunde haben. Gehört dazu, dass man Ortskunde erwirbt und weiß, wo man wie wann hin kann. Aber es schadet nicht, in den Gleisplan reinzuschauen. Zur Rangiervereinbarung können wir uns hier schon mal einen Schlachtplan machen. Besonders vom Bahnhof ist, man kann in beide Richtungen rausfahren. Richtung Norden oder Richtung Süden. Die Richtungen könnten auch definiert sein oder umgangssprachlich häufig benutzt oder sowas, dass man nach Möglichkeit die verwendet, die die Fahrdienste auch kennen. Aber irgendwo kann man sich auch ineinander finden. Zur Rangiervereinbarung brauchen wir ein Ziel, Zweck und Besonderheit. Fangen wir mit dem Ziel an. Wir brauchen aber auch einen Start dafür. Also die Informationen habe ich von meiner Leitstelle bekommen. Im Idealfall wissen die auch, wo was ist. Also hier haben wir nicht das Problem, dass jeden Tag was anderes ist. Also beim Spotverkehr oder so. Da ist es jedes Mal abweichend. Da sollte die Leitstelle wissen, wo die Lok steht. Aber wir haben hier regelmäßig Rangierfahrten, unseren festen Stellplatz. Und daher weiß ich, unsere Lok steht auf Gleis 133. Dann die wichtigen Informationen, die ich vorab mir geholt habe. Wo steht mein Zug? Und der ist auf 165. Sieht der Gleisplan ziemlich klein aus, aber wenn man von Norden bis Süden laufen muss, sind das 4 bis 6 Kilometer. Aber schauen wir mal genauer rein. Und da sehen wir hier Gleis 133. Der zweite umkreiste ist unser Zielgleis. Wir müssten dahin. Was hier nicht ersichtlich ist, was ich hier aber von der Ortskunde sage, in dieser gelb umrahmte Bereich ist die Insel. Man sieht, von den Gleisverbindungen ist es wie eine Insel. Man kommt da nur durch ein Gleis rein und raus. Die Besonderheit von dieser Insel ist noch, da sind da Handweichen. Von der Ortskunde tut der eine Fahrdienst dann koordinieren, ob da eine Lok reinfährt oder rausfährt. Da fragt man, ob man vorkommen kann oder gerade eine Rangierfahrt noch rein muss oder so. In dem Bereich muss man halt selber die Weichen stellen. Da ist die Gefahr groß, dass man eine Weiche falsch auffährt und die kaputt kriegt. Dann das nächste. Bahnhof Eiffeltor, es hat die Besonderheit, dass er mehrere Fahrdienste hat. Bei dieser Rangierbewegung, beziehungsweise beim Beifahren, befahren wir drei Bereiche. Hier sind sie nur klein aufgemalt, aber in Videos werdet ihr dann die genauer sehen. Zum ersten ist der R12, dann kommt EMF, Eiffeltor Mitte Fahrdienst, und dann ESF, Eiffeltor Süd Fahrdienst. Da gibt es einen Anlagenkoordinator, haben manche Bahnhöfe, dass ein Fahrdienst alle Fahrdienste koordiniert. Theoretisch könnte ich auch den fragen, aber ich melde mich gleich bei R12 und R12 redet mit den nächsten Fahrdiensten. Effiziente Kommunikation, sofern die Fahrdienste da miteinander reden können oder sich nicht erdrosseln oder so. Dann kommen wir wieder zur ersten Frage. Ziel, Zweck, Besonderheit. Also Ziel haben wir ja definiert von 133 nach 165. Aber hier kommt die eine Besonderheit. Ich möchte es vom Süden beifahren. Die Fahrdienste wissen ja nicht, von welcher Seite. Ich habe meine Fahrpläne vorher schon gecheckt und meine Fahrplanmitteilungen und stelle fest, dass mein Fahrplan über den Süden geht. Von daher habe ich die Information aus dem Fahrplan hier schon geholt. Die Besonderheit kann ich dann gleich nennen. Weitere Besonderheiten wären, wenn ich zum Beispiel zwei Loks nehme, Doppeltraktion. Da wissen Sie, das dauert ein bisschen länger oder irgendwo kann es eng werden mit den Signalen. Oder ich fahre in einem Bahnhof, der nicht überspannt ist. Und ich wäre mit E-Traktion oder umgekehrt unterwegs und würde dann sagen, pass mal auf, bitte unter Fahrdraht nur von A nach B. Durch die Insel ist es auch selbsterklärend, dass ich nicht vom Süden fahren will. Da geht es nur Richtung Norden raus. Deswegen ist da die Richtungsfestlegung für Besonderheit nicht nötig. Also wenn man den Bahnhof ein bisschen mitdenkt und analysiert, dann kann man vorab sich bestimmte Sachen schon klären. Was man nicht bedacht hat, erklärt dann der Fahrdienst oder fragt der Fahrdienst in der Regel. Aber es ist ein professionelles Arbeiten, wenn man so einen Überblick wie jetzt schon hat, sich Gedanken macht, wie, wo, was. Der Zweck ist ja selbsterklärend, ich würde den Zug gern bespannen, aber
Da muss man das nicht mal sagen. Dem Fahrdienst ist es eigentlich klar dann. Mein Tipp ist, sich mal so geistig zu überlegen, welche Laufwege möglich sind. Hier haben wir oben den einen Laufweg. Also das wäre mal nach links rennen bis R12. Und von da dann oben rum Richtung ESF und von ESF dann an den Zug. Option 1. Option 2, was wahrscheinlicher ist, Richtung R12 und von da an EMF, also dann in der Mitte Stellwerk vorbei und dann an irgendeinem durchgehenden Gleis Richtung ESF, Eiffeltor Südfahrdienst und von da dann an den Zug. Kann auch sein, dass die Rangierfahrt komplett um den ganzen Bahnhof geht, warum auch immer. Gleise belegt, Baustelle oder Betra und so weiter. Also, dass man da so ein bisschen sich schon vorab Gedanken macht. Wenn man sich nicht so auskennt, ist es sehr hilfreich für die Fahrdienste, wenn man dann nicht ganz orientierungslos ist. Laufweg 2 mitunter hat auch Oberleitung komplett. Im Übrigen dieses Zickzack-Bewegen sagt man im Fachjargon auch gerne dazu Sägen. Das ist wie eine Sägebewegung vor, zurück. Dann weiß jeder, was eigentlich gedacht ist. Schlecht die Tonqualität, aber ich hoffe, das hat man rausgehört. Der Fahrdienstleiter hat zugestimmt, ich darf vorziehen. Im Gespräch ist auffallend, dass der Fahrdienstleiter sich als R12 gemeldet hat, damit man da Missverständnisse sich vermeidet. Meine Zugnummer sieht da eigentlich im Funkgerät. Ist auch nicht definiert, ob man feste Rangierfahrt sich benennt oder so, aber er weiß, von wo nach wo man fährt. Also wenn er unterwegs was von mir haben möchte und es unklar ist, sage ich die Rangierfahrt nach oder von und dann weiß man, wo man wen man gemeint hat, beziehungsweise eine Standortmeldung. Bei der Eisenbahn wundersamerweise etwas ungeregelt. Hier sichtbar die Handweichen. Die sollten in richtige Lage stehen. Ansonsten anhalten, absteigen, umlegen. Im Übrigen im Bahnhof darf man nicht ohne Zustimmung vorziehen und hin und her rangieren. Also wenn man in eine Richtung rangiert, dann fährt man das auch zu Ende normalerweise. Ansonsten an der Fahrdienstleiter einen ablösen lassen. Aber hier ist es selbsterklärend, dass es bis zum Sperrsignal vorgeht und ab da stellt er dann Signale. In so einem Handweichenbereich, EOW-Bereich, kommt es vor, dass man halt ein bisschen hin und her sägt und da ist es zulässig. Im Bahnhof dann selbst ist es nicht zugelassen. Links sieht man R12, das Stellwerk, ein bisschen größer als auf dem kleinen Gleisplan. Leider fehlen die Signale im Gleisplan, aber von der Ortskunde weiß man, dass man hier wechseln kann oder hier die Gegensignale sind. Beziehungsweise wenn man aufmerksam fährt, schaut man, wo die erste Möglichkeit zurückzufahren ist. Zur Orientierung hier die erste Sägebewegung, Gleisplan zum Vergleich. Dann wird einmal der Führerstand gewechselt und es geht retour.
Signale beachten, Hindernisse, schauen, dass die Oberleitung da ist, sprich Fahrwegbeobachtung. Wie man sieht, Stellwerkmitte schläft. So gemein wollen wir nicht sein, aber vielleicht hat er andere Zugfahrten da gerade oder anderes gerade zu tun. Zumindest sein Sperrsignal ist nicht mehr offen und wir müssen da kurz warten. Jetzt kommt eine Besonderheit von dem Bahnhof. Gibt es bei den älteren Bahnhöfen öfters mal. Da, wo wir gesägt haben und gewendet, gab es ein Gegensperrsignal. Da konnte man mit dem Sperrsignal zustimmen. Aber wie gesagt, man kann nicht hin und her fahren, wie man möchte. Bei jedem Wenden muss man eine separate Zustimmung bekommen. Hier macht der Fahrdienstleiter wegfahren. Das ist das Signal RA1. Sieht man auf dem Video ein bisschen doof oder schlecht, aber hier nochmal erläutert. Ist videotechnisch hier ein bisschen schwer darzustellen, aber wir möchten ja die Privatsphäre, Persönlichkeitsrechte der Leute da nicht überschreiten. Das sind die Grenzen des Selbstmachens. Aber ihr habt ja die Fantasie dazu. Die gerne dort auch nachts, sieht wie folgt aus. Die gewöhnliche Möglichkeit zuzustimmen, zurückzufahren, ist mit dem Funk auch. Fahrdienste geben die Zugnummer weiter, aber in dem Fall hier wahrscheinlich die Zugnummer da nicht mehr gemerkt und oder wollte nicht nachfragen, hat einfach mal wegfahren gegeben. Hier sieht man es, die Weiche ist rumgegangen, kein Gegensperrsignal. Zustimmung haben wir, können wir loslegen. Tour an den Zug.
Sind wir beigefahren, noch bremsen, Zug vorbereiten und dann können wir starten zur Zugfahrt. Hier so als Beispiel, wie ein täglicher Alltag bei uns aussieht, wie viel Ortskunde, Hintergrundwissen und so weiter nötig ist, um einen Zug zu bespannen. Es war eine kleine, einfache Rangieraufgabe, aber man merkt, wenn man sich sortiert, vorher schon Gedanken macht, funktioniert die Sache ganz einfach. Ich habe die Erfahrung gehabt, dass in der Praxis da wirklich wenig Zeit genommen wird und die Neulinge da nicht so ganz reingefuchst werden. Auch schon Kollegen hatte, die unterwegs waren und total verloren und sich verfahren haben und sowas. Das war so ein Zeichen, dass die so nicht gearbeitet haben. Aber ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr versteht so die Schwerpunkte. Irgendwann ist sowas alles kein Hexenwerk, aber man sollte so kleine Schritte sich antrainieren, verstehen, versuchen und mit Systematik sein Bahnleben aufbauen und vorwärts gehen dabei sowas. Meine Tipps als Kollege bzw. als Eisenbahner. Danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Linksausfall. Linksausfall.